Der Start der Entwicklung des Steilhangmähers Kolibri geht auf das Jahr 1978 zurück. Auslöser war ein freiwilliger Landdienst, den Hans Jost in dieser Zeit bei einer Bergbauernfamilie in Bürglen im Kanton Uri absolvierte. Der Bergbauernbetrieb der Familie Kempf war damals praktisch nur mit der Seilbahn und mit einem anschließenden Fußmarsch erreichbar. Der Filmausschnitt gibt einen Einblick in die Arbeiten, wie sie zu dieser Zeit beim Heuen in der Innerschweiz angefallen sind. Das Mähen von nährstoffreichem Futter erforderte in dieser extremen Hanglage eine gute Kondition und ein sicheres Stehvermögen. In weiteren Schritten wurde das Futter gleichmäßig gezettet und später gewendet, damit dieses unter der Einwirkung der Sonne möglichst gut und gleichmäßig trocknen konnte. Ein bis zwei Tage später erfolgte die Bergung aus dem zum Teil sehr unwegsamen Gelände. Dazu mussten mit dem Heu erst sogenannte Heuburdi erstellt werden. Je nach der Gegend und je nach der Transportmethode wurden damals verschiedene Mittel eingesetzt. Teils waren es Netze, Tücher oder wie in der Innerschweiz sogenannte Heuseile. Diese bestanden im Wesentlichen aus einem doppelt geführten Seil, ausgerüstet mit einem Seilholz, auch Trügel genannt. Das portionenweise Raffen beim Zusammenrechen des Heus war ein wichtiger Arbeitsschritt, damit beim Binden mit dem Seil eine solide Heuburdi entstehen konnte. Eine solche Heuburdi konnte ein Gesamtgewicht von 50 bis 80 Kilo aufweisen. Wenn diese nach dem Aufstellen richtig positioniert war, verteilte sich die ganze Last auf beide Schultern, so dass man mit den Armen das Gleichgewicht ausbalancieren konnte. Dass bei diesen Arbeiten bevorzugt ein Hirtenhemd mit einer Kapuze getragen wurde, wird einem beim Ansehen dieser Bilder sofort klar. Zum Einbringen des Heus in die Scheunen wurden damals in den Berggebieten zum Teil schon Heugebläse eingesetzt. Bei einer älteren Außenscheune, wie im vorliegenden Fall, begnügte man sich aber mit einem einfachen Fußsteg. Die Arbeiten, die auf einem landwirtschaftlichen Betrieb anfallen, waren dem Landdienstler Hans Jost nicht unbekannt, war er doch selber auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen. Die Heuernte in diesem zum Teil extrem steilen Gelände war aber auch für ihn eine neue Erfahrung und gab den Ausschlag nach der Rückkehr von diesem Landdiensteinsatz nach einer Erleichterung für diese mühsame Arbeit zu suchen. Wegen der umfangreichen Aufgabenstellung konzentrierte er sich dann auf das Thema Mähen in steiler Hanglage. Der nachfolgende Film wurde damals zu Studienzwecken im Emmental aufgenommen und gibt einen Einblick in den damaligen Stand der Technik. Neben dem Mähen mit der Sense waren bis zu einer Hangneigung von ca. 80% auch schon Motormäher im Einsatz. So boten verschiedene Hersteller sogenannte Bergmäher an.
Diese eher kleineren Mäher waren zusätzlich mit Gitterrädern ausgerüstet, um die Hangtauglichkeit zu verbessern. Die bei diesen Maschinen damals üblichen Fingerbalken erfüllten zwar die in den Berggebieten hohen Erwartungen punkto sauberen Schnitt, waren aber anfällig auf Verstopfungen. Diese traten gerade beim Mähen in Hanglage oft auf, wenn der Mäher wegen der Hangneigung seitlich abrutschte und sich so der Mähbalken im schon geschnittenen Gras verhedderte. Um solche Störungen zu beheben, musste die Maschine angehalten und zurückgesetzt werden, um das widerspenstige Gras manuell zu beseitigen. Um den Arbeitsprozess zu verbessern, wurde die Arbeit, wie im Film ersichtlich, oft auf zwei Personen aufgeteilt. Dennoch wurde dem Fahrer beim Führen der Maschine eine nicht gerade bequeme Körperhaltung aufgezwungen und körperlich einiges abverlangt. Die Angelegenheit war aber auch für die zweite Person nicht ganz ungefährlich, arbeitete diese doch im Gefahrenbereich des laufenden Mähmessers und musste immer wieder gefasst sein, dass die Maschine oder sie selber bei einer solchen Hangneigung zwischendurch auch mal abrutschen konnte. Das Ziel war somit klar. Der Steilhangmäher der Zukunft sollte nur noch mit einer Person mit geringem Kraftaufwand und viel sicherer bedient werden können. Hans Jost, der Konstrukteur aus Leidenschaft, war wegen seiner beruflichen Weiterbildung in der Zwischenzeit nach Burgdorf umgezogen und bewohnte dort in einem Altbau eine Dachwohnung. Konstruiert wurde, wie damals Ende der 70er, Anfangs der 80er Jahre noch üblich, auf einem Reißbrett. Die Dachwohnung bot nicht nur genügend Platz für Karton und Funktionsmodelle, sondern im Außenbereich auf dem Dach zum Beispiel auch die Möglichkeit, quasi als Vorversuche Farb- und Witterungstests durchzuführen. Unter dem Pseudonym SHM, die Abkürzung für Steilhangmäher, entstanden so die ersten Entwürfe und Modelle. Aus den Unterlagen aus dieser Zeit geht hervor, dass bei diesen Studien auch über eine ferngesteuerte Version mit einem Raupenfahrwerk nachgedacht wurde. Für die Lenkung waren unter anderem zwei mechanische, stufenlose Variatorgetriebe vorgesehen. Das Projekt SHM hielt aber den hohen, im Pflichtenheft gesetzten Anforderungen nicht stand. So wurde dieses im Jahr 1979 sistiert und es kam zu einem völligen Neuanfang. Das Nachfolgeprojekt lief unter dem Namen Jost Kolibri und es entstand ein vom Messerkopf bis zum Lenker völlig neuer Motormäher. Das Einzige, was vom alten Projekt SHM übernommen wurde, war die große Spurweite. Die Hangtauglichkeit selber wurde neu sowohl in Fall- wie auch in Schichtenlinien auf 120% festgelegt. Die Achse bildete zusammen mit dem Auslegerrahmen das Chassis. Da damals auf dem Markt in dieser Leistungsklasse keine Motoren zur Verfügung standen, die neben der Vergaserfunktion auch die Schmierung bei 120% Neigungen noch gewährleisteten, wurde kurzerhand ein bestehender Zweitaktmotor der Firma Rotax von Horizontal- auf Vertikalbetrieb umkonstruiert. Der Motor wurde dann zwischen der Achse und dem Mähantrieb als Unterflurmotor angeordnet, was vorweg einen extrem tiefen Schwerpunkt ergab. Der Mähantrieb mit einer Taumelwelle
war von der Hubzahl und der Hublänge her optimal auf den fingerlosen und verstopfungsfreien Kommunal-Mähbalken der Firma ESM abgestimmt. Der Mähantrieb, auch das ein Novum, konnte beim Kolibri während der Fahrt unter der Last beliebig zu- und abgeschaltet werden. Der Mähbalken selber war am Ausleger mit drei elastischen Lagen befestigt. Diese wirkten sich durch den Messerantrieb schwingungsdämpfend aus und konnten so auch Schläge auffangen, die durch das versehentliche Anstoßen des Mähbalkens zum Beispiel an einem Felsvorsprung entstehen konnten. Die Kraftübertragung für den Fahrantrieb war mit zwei unabhängigen hydrostatischen Antriebseinheiten kombiniert mit zwei Schneckengetrieben realisiert worden. Die letzteren waren so ausgelegt, dass diese in jedem Fall selbsthemmend waren. Heißt, diese waren nicht nur für die Übersetzung, sondern auch als automatische Betriebs- und Parkbremse ausgelegt. Weil die beiden Schneckengetriebe im Ölbad liefen, verfügte der Kolibri somit nicht nur über ein sicheres, sondern auch praktisch wartungsfreies Bremssystem. Die Kombination der Messerführungsarme des ESM-Balkens zusammen mit dem speziellen wartungsarmen Messerkopf ermöglichte, auch das ein Novum vom Kolibri, einen werkzeuglosen Wechsel des Mähmessers auf dem Feld und dies selbst bei stark verschmutzten Balken. Auch der Lenker wurde als geschlossener Sicherheitslenker von Grund auf neu konzipiert. Da der Kolibri vom Kraftbedarf her auch problemlos mit nur einer Hand gesteuert werden konnte, war es dem Fahrer bei der Arbeit so freigestellt, ob er hinter oder beliebig versetzt links oder rechts der Maschine herging. Der erfahrene Praktiker Hans Jost war sich von Anfang an bewusst, dass der Transport des Prototypen zum endgültigen Einsatzort in der Innerschweiz nur mit einer Transportseilbahn oder mit einem Helikopter zu bewerkstelligen war. Deshalb war ihm auch klar, wie wichtig vorgängige Tests in der Praxis waren, um allfällige Kinderkrankheiten am Kolibri frühzeitig aufzuspüren und, wenn immer möglich, vor dem Einsatz am Bestimmungsort zu beseitigen. So machte man sich bei der Erprobung zunutze, dass der Beginn der Heuernte wegen der Höhenlage des Berggebiets in der Innerschweiz erst später anfällt. Somit startete man im Frühling 1983 die ersten Mähversuche mit dem eben erst montierten Kolibri-Prototypen im unteren Emmental. Im Film sehen wir hier als Beispiel einen Testeinsatz in Burgdorf an einer bis zu 90% steilen Bahnböschung. Was sofort auffällt, das Lenken geht mühelos und ist, wie angedacht, auch mit nur einer Hand möglich. Die Fahrgeschwindigkeit kann gerade auch in kritischen Phasen sicher und fein dosiert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Verstopfungsfreiheit des Mähbalkens. Zu Testzwecken wird hier deshalb kreuz und quer im schon geschnittenen Gras gemäht. Bei diesem Testeinsatz ist auch die einfache Bedienung, ohne zu koppeln, ohne anzuhalten und alles stufenlos sowohl vorwärts wie auch rückwärts sofort ersichtlich. Die Bedienungselemente sind beim Sicherheitslenker nahe dem Fahrer positioniert und die Position hinter der Maschine ist ihm freigestellt. Je nach der Fahrgeschwindigkeit wird diese beim Befahren von einer Kurve automatisch reduziert.
Als nächstes sehen wir den Testeinsatz an der Lenk im Berner Oberland. Um für die Versuche möglichst mobil zu sein, wurde in dieser Zeit auf der Basis eines Motorradtransportanhängers auch ein Spezialaufbau extra für den Transport des Kolibris entwickelt und angefertigt. Auffällig auch hier die Hangneigung gegen 100% und ein für diese Gegend extrem hoher Grasanfall. So stand ein möglichst tiefer Schwerpunkt der Maschine einer möglichst hohen Bodenfreiheit diametral gegenüber. Aus patentrechtlichen Gründen hatte man damals zu diesem Anlass nur eingeweihte Zuschauer eingeladen. Alle die Versuche führten dazu, dass der Kolibri noch vor der Überführung an den endgültigen Einsatzort größere Reifen kombiniert mit Stützscheiben, einen breiteren Balken und zusätzlich eine Lenkerarretierung erhielt. Letztere dient dazu, dass der Fahrer sich an der Maschine halten konnte, sollte ihm beim Gehen in extremer Hanglage auch mal der Halt unter den Füßen fehlen. Der nächste Filmabschnitt zeigt die Überfahrt des Kolibris in die Innerschweiz und den Transport mit der Transportseilbahn in Bürglen. Die letzte Etappe bis zum Einsatzort erfolgte dann auf eigener Achse über das Land eines Nachbarn. Nach kurzer Instruktion für den zukünftigen Benutzer ging es los. Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig eine einfache und sichere Bedienung für den Anwender ist. Bei einem Besuch Wochen später sah es so aus, als hätte der Bergbauer Josef Kempf nie etwas anderes gekannt.
Man muss vorausschicken, dass der Steilhangmäher Kolibri ursprünglich für die Erleichterung der Arbeit bei der Bergbauernfamilie in der Innerschweiz gedacht war. So wurde der Prototyp in den Jahren 1983 und 1984 ja auch zur Erprobung dort eingesetzt. Der Kolibri hatte schlussendlich aber einen so hohen Entwicklungsstand erreicht, dass Überlegungen aufkamen, die ganze Entwicklung möglichst vielen Bergbauern zugänglich zu machen. Durch besondere Umstände kam es in dieser Zeit zu Kontakten mit der Firma Aebi & Co. AG in 3400 Burgdorf. Das innovative Projekt stieß bei der Firma auf großes Interesse und führte dazu, dass sich Hans Jost im Jahre 1984 entschloss, alle Rechte für die Patentierung, Weiterentwicklung, Herstellung und den Vertrieb des Komfortmähers Kolibri an die Firma Aebi & Co. AG zu übertragen. Der Prototyp Kolibri war 1983 in mancher Hinsicht seiner Zeit voraus. So war er das erste handgeführte, zweispurige Fahrzeug, das einen für den Bediener bisher unbekannten Lenkkomfort bot und mit Motorunterstützung auch an Ort und Stelle um die eigene Achse wenden konnte. So wurde das einzigartige Antriebs- und Lenksystem am 25.09.1984 in der Schweiz und am 23.09.1985 in allen europäischen Alpenländern zum Patent angemeldet. Der Prototyp Kolibri blieb im Besitz des Erfinders Hans Jost. Dieser vermachte in Form einer Schenkung die Maschine dann im Jahre 1997 an das Agrotechnorama in Tennikon, Thurgau und ist nun dort als Zeitzeuge in der landtechnischen Entwicklungsschau ausgestellt. Seit Mitte der 1990er Jahre bieten mehrere Firmen neue Motormähergenerationen an. Diese besitzen stufenlose Fahrantriebe und Aktivlenkungen. Letztere gestatten müheloses Lenken auch in steilsten Hanglagen sowie Wenden um die eigene Achse. Der anfangs der 1980er Jahre vom Initiator Hans Jost aus Kirchberg, Bern entwickelte Prototyp Kolibri bildete die Grundlage dieser neuen Technik.